Doch alles gemein. Was haben wir hier? Rubin. Das könnte Titan sein. Titan. Das könnte auch ein Titan sein. Kupfer. Wenn man Kupfer möchte, kriegt man Titan. Wenn es andersrum ist, ist es eben andersrum. Wo ist die Motte? 200 Meter weg. Ne, Salz suche ich jetzt mal nicht. Seek fluid intake. Quarz. Ah! Bösartige Kreatur. Bei der ich mich nicht in die Nähe wagen möchte. Dann gehen wir erstmal wieder zur Motte. Also es ist auch gut möglich, dass es mir eigentlich gar nichts Böses möchte, aber ich will es auch nicht herausfinden. Da könnte Titan sein. Ja, Titan. Ja, Inventar ist relativ voll. Komm, Musik, lass mich in Ruhe. Kann man die eigentlich auch... diese Dinge? Wir sind so friedfertig, wir beschädigen nicht einmal Pflanzen, wenn es nicht sein muss. Uranit. Ich kann genau erstmal Strahlung aufnehmen. Geil. Ich kann das Quarz halt nicht liegen lassen, aber ich brauche es eigentlich aktuell nicht. Ich suche ja eigentlich Titan. Nee. Wie viel Titan haben wir denn jetzt? 2. So, Motte. Du musst dich lang genug hier rumschlagen. Du darfst. Was ist das eigentlich für Korallen? Scheibenkoralle. Ja, Scheibenkoralle. Mit B, nicht mit D. Jetzt ja die Frage. Reichen die zwei? Welcome aboard, Captain. Um hier direkt die komplette Strecke zu laufen. Ja, scheinbar schon. Ja, nice. Das ist schön. Holen wir uns noch mal Glas. Und vielleicht ein bisschen Wasser. Bevor wir in der Basis verdursten oder sowas.
Vital signs stabilizing. Einmal Wasser. Und dann kochen wir den Fisch einmal. Achso, wir haben noch andere Fische. Ja, das reicht dann auch. Wasser. Essen, essen, essen. Wasser. Ja, wunderbar, wir sind gleich wieder voll. Blei, Rubin, Uranit. Kupfer kommt hier rein. Was hatte ich jetzt vor? Genau, Glas. Ich wollte gucken, dass ich hier... Ja, Höhlenstärke bei plus 0,3. Ich sollte aufhören. Bevor meine komplette Station hinterher vollläuft. Ja, schon schön, ja. Jetzt kommen wir hier runter. Irgendwann wäre mein Plan halt, bis da runter zu bauen. Es wäre halt riesiges Ding irgendwann. So viel braucht man wahrscheinlich überhaupt nicht, aber hey. Ja, jetzt können wir die Degasi-Basis mal aufsuchen. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir sehen endlich wieder Land. Also, naja, den Grund des Meeres. Ah, nee. Ich war jetzt überlegen, so, du könntest ja die ganzen Sachen mitnehmen. Aber dann finden wir irgendwann diese blöde Basis. Autsch. Und können dann nichts machen, weil... Autsch. Wieso fahre ich gegen einen Fisch und bekomme Schaden? Ist ja im Endeffekt wirklich direkt neben dem Pott, ne? Aber ich meine, es würde... Nahrungsvorräte. Ja, wir haben gar keine Batterie für die... für den Gleiter dabei. Komm, bleib stehen. Dann halt du. Haben wir auch noch so einen Blasenfisch? Komm her. Ein guter Blasenfisch. Welcome aboard, Captain. Problem wäre, wenn man das Spiel wirklich realistisch machen wollen würde. Du wüsstest halt auf einem anderen Planeten überhaupt nicht, ob du das essen kannst. Jetzt mal ganz dumm, stell dir mal vor, du kommst auf einen anderen Planeten und statt auf Kohlenstoffbasis sind die auf Siliziumbasis. Du kannst machen, was du willst. Du kannst das nicht essen. Du könntest höchstens versuchen, die eigenen Pflanzen, die du auf deinem Ursprungsplaneten hast, dort zu kultivieren. Mit der Erde, die du da findest. Ansonsten hast du überhaupt keine Möglichkeit. Ja, komm. Ich repariere dich ja schon. Brave Motte. So. Der Fisch hält zwar nicht so lange, aber wenn ich jetzt runter in die Degasi-Basis gehe, hätte ich schon ganz gerne so ein paar Vorräte, von denen ich zehren kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Titan, ja, können wir umwandeln.
Vielleicht finde ich ja ein Kupfer. Könnte ich zumindest noch eine Batterie anfertigen. Ich würde sagen, ist ja größtenteils alles abgefarmt, aber ich glaube, an den meisten Dioden schwimmt man einfach vorbei, weil die halt auch nicht so auffällig sind. Na toll, das ist aber eine von den besseren. Gold. Woher einmal Kupfer. Da ist doch eine. Ha, war sogar Kupfer. Ich hätte jetzt wetten können, dass das natürlich eine mit Titan ist, aber nein. Ausnahmsweise mal Glück gehabt. So, eins, zwei Pilze. Wenn man überlegt, ganz am Anfang. Nein, natürlich Titan. So seine 30 Sekunden unter Wasser. Du bist gerade unter Wasser gewesen und warst echt so. Aber nicht zu tief? Mittlerweile, so, jo. Schon angenehm. Nein. Komm, noch einmal Kupfer. Wäre doch voll cool. Nein, böser Fisch. Böser Fisch. Was für Mistviecher. Warte mal, hin gibt's Höhlenschwefel. Na, hier nicht. Ich überlege gerade so für mich, wenn es eine Mod gäbe, mit der mir die Ressourcen vorkommen, respawnen würden. Wenn das nach 10 Stunden Spielzeit ist, ja egal. Ich glaube, das würde ich machen. Nicht mal, damit ich halt nicht suchen muss nach den Ressourcen. Erkunden wird man ja trotzdem. Aber einfach schon, um sagen zu können, ich baue jetzt mal. Weil de facto, es gibt halt extrem viele Rohstoffe eigentlich. Aber man hat halt immer doch die Sorge so, nee. Hinterher hast du mal die Ressourcen abgefarmt, dann brauchst du irgendwas und dann musst du deine Basis abbauen oder so. Und jetzt sieht die Gazi. Hat mir nicht einen Fisch gesammelt? Die sind halt jetzt schon relativ vergammelt. Ach, da, unten. Da. Da ist die Gazi. Ich meine, ich hätte meinen Wrack gesehen. Von wo aus man. Oh, stopp. Wichtigste vergessen. Nein, das kann weg. Signalboje. Auch noch mehr Kupfer. Titan. Kupfer. Was ist das denn? Salz. Also eine Signalboje am Eingang dieser Basis hätte ich schon ganz gerne.
also nicht Basis, aber zu dieser Höhle. Warum ist da ein Viech? Hauptsache, da ist einfach mal ein Viech in der Rettungskapsel. Lebend. So, jetzt nochmal. Auf geht's. Jetzt aber wirklich. Irgendwo. War ein... Ich will nicht sagen, relativ großes Wrack. Ja, Strahlenschutzhelm ist an. Oder ist das hier das? Ist auch 100 pro hier das. Ja. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Bojenname. Pilzhöhle. Ist hier radioaktiv oder? Ja. Wäre ja auch sonst zu einfach gewesen. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh, ich bin doch fast die Motte kaputt. So, Motte mit Blick zum Ausgang. Machen wir noch ein bisschen extremer den Blick zum Ausgang. Ich weiß ja, wie ich bin. Ah, ein bisschen noch. The conditions in this cave support a microcosm of unique, possibly predatory life forms. Detecting an artificial structure somewhere in the region. Danke. Machst mir direkt wieder Mut. Möglicherweise Räuber. Was ist das? Straßewehrfragment. Das wäre doch schon mal ein Anfang, wenn ich diese komischen Viecher... Modifizierungsstation-Fragment. Weil dieser Aal da hinten, der ist 100 pro feindlich. Aber schon aus Prinzip feindlich. What are you? Was? Wo ist meine Motte? Motte? Mein Gott. Welcome aboard, Captain. Was war das? Stasi-Gewehr. Magnetit. Ja, toll. Du mich auch Magnetit. Baupläne. Was hatten wir jetzt gefunden? Modifizierungsstation. Bauplan. Basis, Basisräume, Basiswände. Wände, Luke. Ostmodul, Scheinwerfer. Inneneinrichtung, Innenräume, Innenmodule. Modifizierungsstation, ja toll, dreimal. Was war das? What are you? Ich will nicht. Was bist du, eine friedliche Lebensform? Just leave me alone. Geht's denn hier rein? Nasegewehr haben wir schon. Hä? Schlechter Scherz. Funktionierendes Fenster, funktionierendes Fenster, funktionierendes Fenster, funktionierendes Fenster.
Hört auch mal wieder irgendwas. Ah, da geht's rein. 30 Seconds. Ja. Oder wir bauen uns einfach selbst eine Basis. Oxygen efficiency greatly decreased. Wobei, wenn du aus der Basis rausgehst, wirst du dann direkt gefragt. What are you? Dann bin ich ganz schnell wieder weg. Integrating new PDA data. Wasserfilter. Ah, eine Maschine, mit der wir dann anscheinend einfach so Wasser herstellen können. Ja. New blueprint acquired. Ah, nein, das schaffen wir nicht mehr. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Scheiße. Komm, komm, komm. Warum gehst du nicht da rein? Da ist doch die Seemotte. Dieses Spiel. Mann. Was ist eine... Haben wir ein Rezept für... Ever? Die Seemotte ist aber 2 Kilometer weg, oder was? Oh, komm. Haben wir... Wo war sie jetzt? Wasserfilter. Wandelt Meerwasser in Wasser und Salz um. Aerogel. Ja, toll. Wo ist Ausrüstung? Ne, wir haben nur noch mal eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ich glaube, wir müssen darüber gehen und dann am besten am Höhleneingang oder so eine kleine Basis bauen. Ich glaube, alles andere... Sind wir überhaupt? Ach, hier. In der eigenen Basis. Hä, wo sind wir denn? Jo, bevor kochten Fisch reinlegen? Nö, schade. Das ist Gold. Oh, jetzt sind wir Ewigkeiten beschäftigt, um überhaupt darüber zu kommen. Wir nehmen mit. Nehmen wir das Konstruktionswerkzeug mit? Ich glaube, wir basteln eher ein neues. Wenn wir das können. Nee, persönliches Werkzeuge. Stasegewehr, Laserschneider. Laserschneider wäre auch cool. Dafür brauchen wir einen Kabelsatz. Und einen Computerchip. Ah, ich glaube, wir haben diese Korallen nicht. Na toll, jetzt sehe ich ja nicht. 2 Kupfer, 1 Gold. 2 Kupfer, 1 Gold. Haben wir noch 2 Silber? Nein, hier ist kein Silber. 2 Silber. Dann hätten wir das. Dann können wir den wegnehmen. Tischkorallen können wir bei dem
Überlebensdrop-Pot holen. Dann hätten wir das Konstruktionswerkzeug. Einmal Schwefel. Einmal Titan und zwei Diamanten. Zwei Diamanten. Einmal Schwefel, einmal Titan. Dann persönliches. Kompass. Laserschneider. Ah, dammit. Ich wollte noch schnell die Batterie wechseln, damit wir wieder hier wieder ercheatet eine bessere Batterie haben. Na egal. Gut, wir haben eine Batterie, die wir später in den Gleiter packen. Hier haben wir keine Batterie mehr. Doch, hier ist noch eine. Ja. Wir müssen hinten eine Basis bauen. Anders wird's nicht gehen. Damn it. Ah ne, wir brauchen auch Tischkorallen. Erstmal dahin. Aber ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wie wir uns da anders behelfen sollen. Nee. Keine Ahnung. Ich war gerade überlegen, aber wir müssen irgendwie Sauerstoff darunter kriegen. Die Motte haben wir schon so dicht wie möglich geparkt. Ja, die Motte haben wir so dicht wie möglich geparkt. Die Frage ist, ob wir in dieser Höhle mit Sonnenenergie überhaupt arbeiten können. Meine Idee war es jetzt einfach zu sagen, gut, wir setzen unten eine kleine Basis. Da reicht ja wirklich einfach so ein I-Segment mit einer Luke und einem Solarmodul. Einfach so. Ganz simpel. Maximal simpel. Einfach nur schön easy. Nein, lass mir in Ruhe. Aber das können wir vergessen. Das kriegen wir so easy nicht hin. Wahrscheinlich wird da unten gesagt werden, nein. Hier ist kein Sonnenlicht, weil du in der Höhle bist. So, Tischkoralle brauchen wir zwei Stück. Einmal, zweimal. Ha. This is an automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attack. Warning. Life pod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Ja, da werden wir noch nicht dran kommen. Wir haben zwar leichte Tauchausrüstung, aber nicht die meinen. Sehr wahrscheinlich nicht. So, Werkzeug, Konstruktion. Ja, schon wieder nicht die Batterie gewechselt. Was ist denn los heute? Hm. Nur Wasser mit. Ist ja egal. So, dann wäre jetzt die Frage. Zwei Quarz? Wo ist ein Stift? Quarz. Zweimal Titan.
zweimal, Kupfer einmal. Dann brauchen wir eine Luke. Das wäre dann nochmal Quarz und zwei Titan. Und dann brauchen wir das eigentliche Segment. Da würde ich sogar lieber ein T-Segment nehmen. Da haben wir mehr Platz. Wäre noch dreimal. 2, 4, 6, 7 Titan, 3 Quarz und 1 Kupfer. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder sammeln.